zijn. Wat, 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 wat. Wij hebben ongelooflijke haast. Opzij, 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 want wij zijn haast laat. Wij hebben maar een paar minuutjes tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Als unsere Kinder noch klein waren, schrieb ich die erste Geschichte von Alfred Jodokus Quack. Das kam eigentlich durch zwei Dinge. Eines Abends fuhr ich mit meinem Auto durch den Polder nach Hause und habe dann per Unglück eine die Straße überquerende Ente überfahren. Ich fand das sehr traurig. Ein paar Tage später saß ich zu Hause am Telefon und sah, wie eine Entenmutter mit 7 Küken durch unseren Garten watschelte. Der Herr, mit dem ich mich am Telefon unterhielt, war Chef von einem Symphonieorchester. Er fragte, ob ich ein Märchen schreiben könnte und ob ich das dann erzählen und singen könnte. Sie würde das dann schön begleiten können. Während ich mit dem Mann am Telefon plauderte, dachte ich, sollte die Entenmutter etwa ihren Mann suchen? Und wie bringt man eine Ente bei, dass man gerade eine andere Ente totgefahren hat? Hallo, hallo, sagte die Stimme im Telefonhörer. Was denken Sie, Herr von Fehn? Ich denke an eine Ente, antwortete ich. Der Mann sagte, prima. Sie schreiben also für uns ein Märchen über eine Ente. Und so wurde Alfred Jodokus Quack geboren. Per Unglück. Die Aufführung der Geschichte wurde ein großer Erfolg. Wir spielten sie mittags für alle Schulkinder von Den Haag und abends für alle, die sie auch noch sehen und hören wollten. Das Geld, das wir bekamen, gaben wir UNICEF. Das ist ein sehr, sehr guter Zweck. Wir spielten das Märchen von Quack danach in sehr viele Länder. Von der Vorstellung eine Schallplatte mit wunderbaren Zeichnungen von Annette Kossen,
Und so ergab sich eins aus dem anderen. Ein Buch, ein Comicheft mit Zeichnungen von Harald Zippermann, eine Zeichentrickfilmserie mit 52 Folgen, die in fast der ganzen Welt gezeigt wurde. Mit viel Geduld werden Tausende von Zeichnungen angefertigt. In jeder Folge wird ein Layout gemacht. Das ist, einfach ausgedrückt, eine Komposition des Bildes. Wo steht das Haus? Wie hoch ist der Zaun? Und welche Schritte macht Alfred? Zeichentrickfilm heißt Bewegung, Bild für Bild. Jede Bewegung wird in einzelne Bilder zerlegt. 25 Bilder pro Sekunde. Für ein paar Sekunden braucht man also schon ziemlich viele Bilder. Jede Zeichnung muss natürlich auch ausgemalt werden. Erst nachdem Harald Zippermann und Hans Bacher die Farben festgelegt haben, beginnt das wirkliche Ausmalen. Dazu braucht man eine überaus ruhige Hand. Bevor die Aufnahme beginnt, wird alles noch einmal geprüft. Die Arbeit von vielen harten Wochen kommt jetzt unter die Kamera. Bild für Bild. Die starren Zeichnungen werden Film. Es kam alles. Jede Menge Sachen, Bücher, Platten, Videos, DVDs, dies und das. Und oft ging und geht noch immer viel Geld zu manchem guten Zweck. Yes, please do. The government of our country consists entirely of white geese. Originally, there used to be only black ducks living in our country. Nach und nach wurde Alfred Jodocus Quack weltberühmt. Ich frage mich manchmal, wie das kommt. Vielleicht, weil Alfred so echt wahr ist. Weil er sich bei allem, was er sieht und tut, immer wieder fragt, warum? Und ist das gut? Ich denke, er wird so lange leben, bis es keinen Grund mehr gibt, zu geben. Also, Dankeschön. Soms ben ik chagrijnig, 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 behoorlijk chagrijnig.